Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Die 12. Ausgabe der Musikfesttage in Wallisellen steht vor der Tür. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Zeitlos. So das diesjährige Motto verbindet nicht nur Musikstil, wo Generationen überlebt haben und ein Stück weit Heimat und Tradition geworden sind, sondern steht auch für die Qualität und Beständigkeit in einem hart umkämpften und schnelllebigen Geschäft. Ein Programm, wo auch dieses Jahr wieder auf unterschiedliche Ansprüche und Musikstil von Jung und Alt ausgerichtet ist und zum Abschluss am 22. September mit einem besonderen Künstler und Entertainer aufwartet. Ich freue mich, ist er diese Woche zu Gast bei mir, Michael von der Heyden. Seit über 20 Jahren steht er in der Schweiz und im Ausland auf der Musik- und Theaterbühne. 10 eigene Alben hat er herausgebracht, singt Mundart, Hochdeutsch und Französisch und. Herzlich willkommen hier bei uns. Danke vielmals. Merci für die Einladung. Michael von der Heyden, was wir noch gar nicht gesagt haben, in dieser kurzen Vorstellung ist, es gibt x Auftritte, auch beim Schweizer Fernsehen. Einer, der vielen geblieben ist, ist der Auftritt in «Darf ich bitten?», eine Tanzshow. Also, das heisst singen, Schauspieler und dann noch tanzen. Was hat gereizt oder was hat sie gereizt, da mitzumachen? Also, ich habe immer gedacht, wenn Schweizer Fernsehen auch mal eine Tanzsendung macht, hoffe ich doch, dass sie mich anfragen werden, und das ist passiert. Ich habe schon als Kind und Jugendlicher gerne getanzt. Ich bin auch damals in der SEC in einen Standardtanzkurs, und ich habe gefunden, das ist doch dann noch easy, was es dann aber nicht war. Genau, also was heisst das? Man sieht ja auch in anderen Tanzschulen, so ein bisschen mit kurzen Einschnitten ein bisschen vermitteln, was da so für Herztraining dahinter ist. Sie haben das jetzt 1:1 erlebt. Also wie hart ist es denn wirklich? Ich meine, Sie kommen ja immer noch ein bisschen immerhin zum Business, aus dem Business im Vergleich zu Sportlern oder so. Ja, und doch ist es ganz etwas anderes gewesen. Ich habe mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gemeint, ich könne dann also mit meinem Coach, mit der Svetlana Guggenbühl, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich eine Russin bekomme, die ein bisschen einem hart annimmt. Und so war es auch. Dass ich dann schon irgendwie aus dem Showbusiness ihr dann kann sagen, schau, das kann ich besonders gut, das und das und das. Und das ist natürlich nicht. Ja, genau. Aber so war es nicht. Wir haben zum Beispiel einen Swing gemacht, und da habe ich dann genau so müssen, wie es der Swing erfordert. Also, als ob es einen Preisrichter hätte, das müssen erfüllen, so gut wie es gegangen ist. Und da habe ich eben immer, dann haben wir ein bisschen gestritten, weil ich habe gesagt, schau, das ist das Fernsehpublikum, das entscheidet. Dann ist es gleich, ob zwei links, zwei rechts. Es muss einfach gut aussehen. Aber da ist natürlich der Profi und sagt, kommt gar nicht in Frage. Natürlich. Absolut, genau. Ja. Und ich habe nicht gedacht, dass ich, also ich hätte trainieren so viel oder so wenig, wie ich will. Und plötzlich wird man auch ehrgeizig, und dann haben wir schon ein bisschen Gas gegeben. Ist es eigentlich anders, ob man das Bühnenstück, also Dialog muss auswendig lernen oder so eine Choreografie? Ja, es war furchtbar, die Choreografie. Weil es ist doch, auch wenn man, also bei mir auf der Bühne oder im Arbeiten fürs Theater. Sie bewegen sich ja dort auch, oder? Oder Musical. Ja, wir haben auch Choreografie, aber man hat auch längere Zeit, um das einzustudieren. Und das ist doch eine Competition, es ist dann doch wie ein Tanzwettbewerb, da ist doch auch viel Druck dann, vorhanden. Also das ist der Unterschied. Wie ist das, wenn man sich quasi als Profi im Showbusiness in einen Part einbegibt, wo man dann auf einmal weiss, okay, da kann ich eigentlich nur verlieren. Ich kann mir alle Mühe geben, ich kann alles probieren, aber ich bin gleich nie der Profi. Aha. Ist das schwierig? Nein, gar nicht eigentlich. Das macht ja auch, also einerseits macht es Spass, und man wird fit dabei, und man weiß ja, dass das Publikum auch Freude hat, wenn etwas abverheilt. Das ist die Unterhaltung. Also von dem her hatte ich überhaupt keine Angst gehabt, und jetzt kann ich Swing tanzen. Also wie viel Langzeitgedächtnis haben wir denn da in dieser Choreografie? Also so würde man das noch herbringen? Ja. Ja. Also es ist so reingepackt und könnte ich noch, aber ich bin schon nicht mehr so fit wie damals. Es ist so. Braucht man Fitness zum Tanzen? Absolut. Also das habe ich so auch nicht gedacht. Ich meine, ich habe gewusst, ja, eine Minute 20 vielleicht geht so etwas.
Es ist heavy. Also es ist, aber auch die Sportler haben es einmal gesagt, es ist Hochleistungssport. Wie ist es eigentlich? Man hat von außen immer so ein bisschen den Eindruck, dass es für eine Frau einfacher ist, in diesen Party zu schlüpfen, wie für den Mann, weil der Mann ja eigentlich der führende Teil ist. Also das ist das so? Sicher so gewesen. Also haben Sie geführt am Schluss? Am Schluss habe ich so gut. Ja, einmal hat dann meine Tanzpartnerin gesagt, nicht mehr so. Am Anfang hat sie gesagt, du bist zu zart, du bist zu fein mit mir, du musst. Und irgendwann hat er dann fast den Arm ausgerupft, wo sie gesagt hat, jetzt musst du wieder ein jetzt müssen wir miteinander tanzen. Doch, doch. Wenn wir jetzt, Sie haben das angetönt, In the Mood von Glenn Miller, also, und dann der Michael von der Heide, so in der Rolle von Fred Astaire, also eigentlich schon ein Stück weit auf den Leib geschnitten, oder hat man das nur so das Gefühl gehabt? Doch, eigentlich schon. Ich hätte jetzt zum Beispiel lieber zu einem anderen Song getanzt, wie zum Beispiel also einen Swing gemacht zu so Fever oder Putting on a Ritz oder das In the Mood ist halt eine Instrumentalnummer und ich finde immer beim Publikum, was man sieht, auch die gesungenen Nummern kommen besser an. So. Aber der Tanzpart ist mir eigentlich schon gelegen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, mal in einem Bühnenstück oder so. Also für die das nicht gesehen haben, eben In the Mood Glenn Miller, dann ein Part aus Dirty Dancing, dann ein Part aus Flashdance, das sind ja alles drei Hits, die die Zeit überlebt haben, die heute noch gespielt werden, die heute noch interpretiert werden. Und passen ja eigentlich bestens zu der Überleitung zu der Musikfestung, Timeless. Es ist Ihr zweites hier in Wallisellen. Ja. Wir haben nachgeschaut, 2010 das erste Mal. Ist das schon gewesen, ja? Ja. Wie ist es jetzt dazu gekommen, zu sagen, ja, mal, da würde ich noch mal gerne mitmachen? Also ich finde das so ein gutes Festival, weil es wirklich so unterschiedlich ist. Also das gibt es ja selten. Also ein Abend das und letztes Mal, ich habe ja nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und es war so fantastisch gewesen, auch das Publikum. Also ich bin gerne wieder da. Timeless, zeitlos ist das Motto, wenn Sie jetzt müssten, drei persönliche Favoriten nennen, die für Sie in diese Kategorie gehören. Von Künstlern? Einfach, was sind für Sie Timeless Songs, Hits, wo Sie sagen, wohl, der begleitet mich durchs ganze Leben, das ist für mich so ein Timeless Hit. Also es gibt ganz viel natürlich. Jetzt kommt mir aber gerade, warum auch immer Time, wegen dem Timeless, Time After Time von der Cyndi Lauper kommt mir in den Sinn, wo der Miles Davis zum Beispiel eine Instrumentalversion gemacht hat. Es ist Timeless ist sicher auch der türkische Marsch von Mozart. Und noch etwas Schweizerisch. Für mich Cinema von der Paula. Gut, also wenn wir jetzt das vergleichen, was es alles braucht, damit die so ein Hit geworden sind, was haben Sie das Gefühl? Cyndi Lauper, Time After Time. Was braucht es, dass so ein Hit eben über Generationen überlebt? Obwohl die Musikrichtung ändert, das Volk anders ist, die Moderichtung anders ist, Künstler anders werden und trotzdem immer wieder zurückgegriffen wird auf solche Hits. Was braucht es? Also wenn man es so genau wüsste, würde es ja jeder machen. Aber sehr wahrscheinlich hat sie damals genau den Zeitnerv getroffen. Auch bei vielen Generationen. Und also es braucht sicher einen guten Text, eine gute Melodie. Und oftmals beim Lied, ich weiss jetzt nicht, ob so was heute vielmal in den Hitparaden ist, ob das überdauert, das wird man sehen, oder wie viel. Aber gerade Time After Time ist ein Song, ist ein Lied, vielleicht wie am Brunnen vor dem Tore, wo ein Volkslied geworden ist. Es ist schwierig zu sagen, aber es muss einfach mal ziemlich gut sein und die Leute berühren. Ich habe das eingangs schon ein bisschen gesagt, Sie sind auf mehreren Bühnen daheim. Einerseits als Sänger, Chansonnier, auf der anderen Seite auch als Schauspieler. Was macht eigentlich mehr Spass? Immer gerade das, was man gerade macht. Oder das Nächste, was kommt. Manchmal. Oder anders gefragt, woher gehört Ihr Herz? Also immer in die Musik natürlich. Immer ins Lied, in die Musik, in den Gesang. Das ist es. Also so bin ich auch zum Theater gekommen oder zum Musical. Hat natürlich auch mit Musik zu tun. Es ist, also ich liebe Lieder. Ich bin gerne im Studio und nehme auf. Oder ich erfinde gerne Lieder oder ich texte gerne. Aber es ist immer das Lied, das im Vordergrund ist bei mir. Musical haben Sie angetönt. Da wären wir wieder Timeless. Kann man da auch darauf anpassen. Nämlich die Wiederaufnahme von Cabaret steht auf dem Programm jetzt Ende Jahr. Wie ist das? Sie spielen dort den Conferencier. Wie ist das, wenn man so
mit der ersten Inszenierung so Erfolg gehabt und jetzt wird man da, jetzt wird's wieder aufgenommen. Das heisst, super, aber die Messlatte ist brutal hoch. Vom Publikumserfolg, ja. Meinen Sie? Also habe ich mir gar keine Frage gestellt, weil die Inszenierung steht, der Cast ist super und was sehr wahrscheinlich vielleicht einfach wichtig ist, dass wieder zum Gespräch wird, dass alle Leute Lust haben, das zu sehen und nicht das schon wieder vergessen haben, dass das so toll war. Ich glaube, das ist die einzige. Wie ist es eigentlich für einen Künstler, wenn Sie immer und immer wieder das Gleiche spielen müssen? Also Sie haben da ja ein bisschen weniger Spielraum, als wenn Sie ein Bühnenprogramm machen, wo Sie ja ein bisschen aufs Publikum eingehen können, mhm. Ein bisschen auf Ihre eigenen Launen eingehen können. Da haben Sie auch fixe Vorgaben und jetzt wieder das Gleiche, das genau fix vorgegeben ist. Ja. Ist das schwierig, sich wieder dafür zu motivieren? Nein, gar nicht. Also ich freue mich sehr, weil man eben auch eine Pause hatte. Und es ist auch interessant, eben, wie es sich jetzt anfühlt. Aber Sie sprechen da schon etwas an, wo ich mir auch Fragen stelle. Ich meine, das ist doch immer eine kurze Periode, aber es gibt Leute am Broadway, die spielen das jahrelang, ihre Musical-Parts und sind manchmal 7 Tage in der Woche. Und ich meine, das finde ich bewundernswert. Ich glaube, das könnte ich nicht. Das entspricht nicht meiner Natur. Also ich weiss ja auch Cabaret, das ist absehbar, da kann ich mich voll und ganz hingehen, aber dann kommt wieder etwas Neues für mich. Also das heisst, wenn ich Sie daraus höre, also wenn Sie jetzt, wenn man Sie würde sagen, okay, spielen wir das ein Jahr zwei, dann würde es nicht einfach no sagen, way. Jawohl. Nein. Ich weiss, es gibt Leute, die sind froh, wenn sie so eine Sicherheit haben, gerade auch im künstlerischen, ja, Beruf. Also das verstehe ich auch, aber ich muss Abwechslung haben. Also durch das komme ich auch auf neue Gedanken und Ideen. Also ich bin nicht der Typ. Also dann möchte ich lieber einen anderen Beruf, der täglich ähnlich ist. Wie ist das jetzt in so einem Musical? Ich meine, es gibt den ganz berühmten Film. Alle haben eine Vorstellung. Auch die Rolle ist ja schon mal interpretiert worden, mehr als einmal. Und dann kommt man die über. Schaut man sich das an, was die anderen daraus gemacht haben? Oder geht man da völlig selber dran her? Nein, ich habe tatsächlich natürlich den Film ein paar Mal geschaut. Ich bin auf Berlin, ist gerade auch gelaufen, schauen, was die Kollegen dort machen. Ich habe auf YouTube recherchiert und ich habe eigentlich schon ein bisschen gewusst, wie ich es machen würde. Natürlich mit dem Regisseur Dominik Flaschka zusammen. Viele Freunde oder Leute haben immer gesagt, das ist die perfekte Rolle, ist dir auf den Leib geschneidert. Und das klingt aber so, als ob man sich nichts erarbeiten muss. Aber es ist ein bisschen von allem. Aber mich dunkt schon die Urform aus dem Film, also zuerst war es natürlich ein Musical, aber das habe ich nicht gesehen, aber aus dem Film, das entspricht mir sehr. Also. Aber tut einem das anspornen oder tut einem das auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, unter Druck setzen, weil es halt so ein Erfolg war, so sehr gut interpretiert war, dass einem das auch unter Druck setzt, wenn man so etwas probiert nachzumachen? Das heisst, interpretieren, nicht nachmachen in dem Sinn. Es, also der Druck war jetzt in meinem Fall nicht gross. Ich bin da ziemlich frech und selbstbewusst an diese Rolle hergegangen. Ich glaube vielleicht, aber man müsste sich selber fragen, für Fabienne Louvez ist es sicher interessanter gewesen, Sally Bowles. Ja. Und da hat jeder tatsächlich Liza Minnelli im Kopf. Und beim Grand Francier ist doch, der hat eine Maske, der ist geschminkt. Da schaut man nicht so extrem drauf wie bei der Sally Bowles. Wie viel Tanzen ist da dabei? Viel Tanzen mit der Fabienne Louvez. Viel macht, Choreografie. Ja, der Herr Huor, unser Choreograf, ist ein fantastischer Choreograf. Der ist eben aber dann auf mich eingegangen oder auf die Fähigkeiten, die man hat. Da kann man also das Beste geben, was also, man hat. Also da darf man einmal zweimal rechts und zweimal links, das ist dann egal? Nein, so oh, nicht. So dreimal nicht? Rechts und dreimal links. Nein, nein, es ist schon so, aber wenn man zum Beispiel jetzt den Spagat nicht kann, aber ich kann ihn, dann muss man ihn nicht machen. So. Aha, gut. Aber man sieht den Michael von der Heide im Spagat. In Cabaret? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Oh lala. Oh lala, genau. Von der Weltbühne von Cabaret hinter den Berg in ihre Heimat Amden. Heimatort, wo sie als Jugendliche sehr früh verlassen haben. Mhm. Ein Lied, wo ein Hommage ist an ihre Heimatgemeinde. Oder wie darf man das verstehen? Kann man genau so verstehen. Und es ist auch ein Hommage an alle die, die auf dem Land aufgewachsen sind und in die Stadt sind und vielleicht Sehnsucht haben, wieder zurückzugehen.
Das sind ja viele. Klammern auf, unterbrechen. Haben Sie die Sehnsucht, wieder zurück aufs Land zu gehen? Also, nicht genau wieder zurück in mein Heimatdorf, weil ich finde, ich probiere Wiederholungen zu vermeiden, also zu grosse. Außer Kabarett, aber das sind auch vertragliche Gründe. Und ich habe mich lange als Stadtbub gesehen. Also, ich habe in Paris gelebt, in London, lang in Zürich. Und jetzt bin ich schon ein bisschen ländlicher. Ich wohne in Rümlang seit 4 Jahren. Es ist eine Städtchen. Umgangssprachlich würde man sagen, wieder ein bisschen Richtung Landei. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe eine Sehnsucht. Ich bin täglich im Wald, wenn ich daheim bin. Ich gehe gerne an den Katzensee. Also, mich zieht es zurück Richtung Natur. Was haben Sie heute für eine Beziehung zu anderen? Ich habe eine gute Beziehung. Ich bin ja auch schon so lange nicht mehr dort, dass man als erwachsener Mensch auch Sachen neu sortiert. Und meine Eltern wohnen nach wie vor in Amden. Und jetzt eben ein bisschen als erwachsener Mensch sehe ich auch die Vorteile oder das Schöne, das ich auch mitbekommen habe von diesem Dorf und von dieser Natur. Also auch meine Durchsetzungsfähigkeit oder meine Treue irgendwie hat vielleicht mit dem Ort zu tun. Nichtsdestotrotz, für einen Jugendlichen, Teenager, der keine Grenzen sieht, der die Welt erleben will, ist so ein Dorf hinter einem Berg relativ ein schwieriges Pflaster, oder? Ja. Und wobei man jetzt muss auch sagen, hinter einem Berg ist auch immer vor einem Berg. Also, es kommt von je nachdem, wo man genau, steht. Genau, wo man steht oder wo man herschaut. Ja, das ist natürlich wahr, aber ich glaube, das ist... jetzt, ich habe viele Leute getroffen, auch also in anderen Ländern, die eine Karriere gemacht haben in der Musik oder im Theater oder im Film. Selten kommen die Leute aus einer Großstadt. Also die meisten oder auch im Ballett kommen aus einem Krachen. Und das heisst vielleicht schon, man bleibt dran, an seinem Traum eher als vielleicht in einer Stadt, wo man. Ja, jetzt ist vielleicht heutzutage auch etwas anders. Aber damals hat man schon gesagt, jetzt musste man entscheiden. Also man konnte nicht eine Woche lang ins Tennis und dann ins Shooten und dann noch ins Volleyball und ins Judo. Also haben einem die Eltern nicht überall hergekarrt, sondern man ist mal dabei geblieben. Ja, aber der Künstler ist ja jetzt nicht etwas, wo man gerade das Gefühl hat, das ist das, was man zu Amten besonders fördert. Oder tut man jetzt diesen Amtner Unrecht? Ja, vielleicht tut man ihnen auch ein bisschen Unrecht. Oder ich habe zum Teil auch Unrecht da. Aber das liegt ja tatsächlich an einem. Also Musik war sicher ein Thema in Amden. Es hat Dorfmusik, Blasmusik und das Jodelchörli. Aber das war damals überhaupt nicht das, was mich angezogen hat. Nein, im Gegenteil sogar. So, aber man hatte ja auch dort schon Fernsehen und Radio. Also man wusste, es gibt hinter dem Berg noch etwas anderes. Es gibt noch etwas anderes, ja. Genau. Eine Zäsur für viele Künstler bedeutet den beruflichen Schritt ins Ausland. Deutschland, Frankreich. Sie haben beides gemacht. Rückblickend, wo liegen die grössten Herausforderungen? Tja. Also die Sprache kann es bei Ihnen nicht sein, oder? Nein, das kann es nicht sein. Es ist... Ich bin viel in Deutschland aufgetreten, auch vor 20 Jahren. Und ich kann es nicht genau sagen. Es ist... zum Beispiel, ich kann sagen, bei mir war es so, ich war mit meiner Band unterwegs, hatte in der Schweiz schon Erfolg gehabt, und in Deutschland sind die Gagen so niedrig bis nicht existent gewesen, dass man immer ein bisschen quersubventionieren musste. Und dann die kleinen Clubs oder kleinen Theater haben gesagt, komm doch nur mit der Pianistin. Dann habe ich gefunden, nein, das habe ich doch jetzt gerade in der Schweiz so lange gemacht, ich will nicht wieder von vorne anfangen. Und irgendwie ist dann in der Schweiz auch, da hat es auch so schöne Lokalitäten. Man kann das gut machen und ich habe immer wieder mal Glück gehabt, Fernsehauftritte zu haben oder gerade im Theater in Deutschland auch, oder ich schreibe für deutsche Künstler Text oder Musik. Von dem her, und irgendwann war der Punkt gewesen, auch ein bisschen vom, also ohne dass ich mich jetzt sehr alt mache, aber vom Alter, wo sich das, die Sehnsucht ist irgendwie gestillt gewesen, wo ich gefunden habe, komm, ist doch... Ist gut für mich, wie es ist. Und irgendwie ab dann, als ich etwas losgelassen habe, sind immer viel mehr, sind mehr Anfragen vom Ausland gekommen. Frankreich, ich habe gesagt, Sie singen französisch Chanson. Ja. Ein besonders schwieriges Pflaster? Oder
Was ist der Unterschied jetzt auch zu Deutschland? Also Frankreich ist halt auch in dem Sinn, man muss sagen, ich habe ein Jahr lang auch für Sony France Aufnahmen gemacht und war ehrgeizig und ich bin von Studio zu Studio in Paris und habe aber auch profitiert, habe immer noch viele Freundschaften oder Produzenten und Songwriter, mit denen wo ich zusammen arbeite. Da habe ich dann irgendwie für mich eingesehen, ja okay, also ich hatte dann immer den grossen Stefan Eicher vor mir, wo man gesagt hat, ja, der gibt es ja, der ist extrem erfolgreich und berühmt im frankophonen Raum. Wir müssten mit dir etwas anderes machen, etwas Diametrales. Und das hat mir auch nicht entsprochen, so etwas aus den Fingern zu zeigen. Also irgendwie eine Kunstfigur. Also quasi auf der französischen etwas Neues erfinden. Ja, da bin ich auch schon fast. Ich war zwar sehr jung, gewesen, aber irgendwie habe ich dann auch gespürt, man wartet überhaupt nicht auf mich. Das ist einerseits schmerzhaft, aber man lernt auch etwas. Und dann bin ich zurück. Dann bin ich auf Deutschland, habe mit Nina Hagen ein Duett gemacht und mit anderen Leuten gearbeitet. Also ich bin oftmals bis zu einem gewissen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn es jetzt nicht leicht weitergeht, dann probiere ich es nicht zu forcieren. Dann mache ich einen Umweg. Das klingt jetzt alles als so einfach. So, wie ist es denn so? Also Existenz? Angst als Künstler, Sie haben das vorher angesprochen, die einen haben gerne lange Commitments, weil das gibt eine gewisse finanzielle Sicherheit. Sie haben einen anderen Weg gewählt. Existenzangst hat man nie? Oder wie sieht das aus? Also ich muss sagen, die hatte ich lange nicht, weil ich habe im Kantonsspital Winterthur meine Ausbildung damals als Krankenpfleger gemacht und ich habe immer gewusst, ich meine, Kranke gibt es immer. Also worst immer case, mehr. Gar nicht zurück? Zum Beispiel, also ich habe das gar nicht. Also am Anfang habe ich angefangen Musik machen und habe nebenbei geschafft und ich habe immer mehr Anfragen gehabt und eigentlich hat sich das so natürlich entwickelt und ich habe nicht gedacht, dass das so lange hinhebt. Also und ich habe immer, also ich bin nicht arbeitsscheu. Also von dem her habe ich keine Existenzangst. Also manchmal hat man so eine kurze Angst gehabt. Also jetzt habe ich sie gar nicht, aber das hat schon mal gegeben, wo ich denke, und wenn einem niemand mehr will, und dann kommt man auch zum Punkt, ja, dann ist es halt so. Also es gibt auch mehr, ich bin mehr im Leben als der Sänger. Also, und das weiss ich. Gut, ja. 2010 müssen wir jetzt gleich noch ansprechen. Da sind Sie schon mal in Wallisellen gewesen, ich habe das schon angetönt. 2010 ist aber auch noch ein anderes Schicksalsjahr. 2010 hat Michael von der Heide wie viele andere Künstler gesagt, now it's my turn, und hat den Schritt gemacht, European Song Contest, und ist gefloppt, wie viele vor ihm und viele nach ihm. Wieso lässt man sich auf das ein? Ich kann mich kaum erinnern. Es wird etwas Masochistisches gewesen sein. Nein, es ist ein... Eitelkeit, ein Stück weit, wo man zum sagen, mal, ich schaffe es. Oder jetzt ehrlich zurückblickend. Nein, also mit Eitelkeit hat das glaub, nichts zu tun. Ich habe ehrlich gesagt gewusst, falls ich... Also ich habe dann ein Lied eingereicht. Da habe ich gewusst, also falls ich nicht reüssieren werde, wird mir keinen Strick daraus drüllen, weil vor mir der DJ Bobo, wo man denkt hat, der ist im Osten so berühmt und erfolgreich, nicht mal von den Östlerpunkt überkommen hat oder Lovebugs und oder was es alles geht. Ich habe gewusst, das kann mir passieren, aber es wird mir nicht viel passieren. Aber ich habe natürlich gehofft, dass mir das nicht passieren wird. Und dann ist es doch passiert. Und dann? Es ist jetzt doch ein Weile her. Ich habe weitergemacht, ja. Ich habe ein Album gemacht, bin auf Wallisellen gekommen, singen. Tolle Weil der Song an und für sich ist ja gut angekommen. Also jetzt abgesehen, also außer dem Kontext. Nein, aber jetzt ja, er ist auch hier gut angekommen. Ja. Einfach sind zu wenig Leute abgestimmt dafür, muss ich sagen, nach wie vor. Und der Song, der gehört zu mir, der gehört auch ins Programm. Also die Leute möchten das Publikum. Er kommt auch viel im Radio. Also, oder auch wenn ich jetzt gerade im Ausland singe, ich habe ab und an Anfragen in den möglichsten und unmöglichsten Ländern, wo man nie denkt, dass man mal eingeladen wird. Und ich danke dem Eurovision Song Contest. Ich hätte es mir auch ein bisschen fröhlicher vorgestellt, hier diesen Abend, aber was man doch sagt, was einem nicht kaputt macht, macht einem stärker oder eben was aufstehen. Ist die Lehre? Sie, also, oder was, für Sie persönlich, was haben Sie daraus herausgezogen?
Also ich habe ja schon Schlimmeres erlebt im Leben als das, können Sie mir glauben. Es ist, ich meine jetzt als Künstler. Ich bin ja nicht gezwungen worden oder so. Sonst könnte ich noch sagen, hätte ich noch auf mein Bauchgefühl gehört. Das war mein Wunsch gewesen und ich habe ja die interne Vorausscheidung gewonnen. In dem Sinne war alles richtig gewesen. Ich hätte es vielleicht 20 Jahre früher müssen machen müssen. Aber das ist auch keine Lehre. Hätte Herrentoilette. Viele Freundschaften sind entstanden. Gerade jetzt, als ich in Israel auftreten bin, sind viele von damals, also die israelische Delegation, ist schauen. Also, ist auch so lange her. Also, die Lehre ist, ich gehe nicht mehr. Das ist die Lehre. Können wir so verbleiben? Genau. Machen wir sehr den Kuh. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Nein, man soll nie nein sagen, ja, das oder? Stimmt. Aber eigentlich. Aber eigentlich nie. Muss man da. Gut. Nicht ein Millionenpublikum, sondern klein, aber fein. Das ist die Kulisse vom Saal im Doktorhaus in Wallisell. Sie haben das schon mal angetönt. Sowieso Sie und Ihr Publikum, das ist eine ganz besondere Beziehung. Das sagen alle, die Sie schon live erlebt haben. Was spüren Sie eigentlich von Ihrem Vis-à-vis, wenn Sie auf die Bühne gehen? Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber jetzt in den letzten Jahren merke ich doch auch ein bisschen, dass man doch einen langen Weg zusammen schon gegangen ist. Ich meine, es gibt immer Leute, die können mal das Programm nicht schauen oder es kommen neue Leute dazu. Gewisse sterben weg. Es ist so, oder? Wie im Leben. Es ist das Leben. Aber ich merke, man versteht sich so. Also, ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt jedes Mal neu erfinden, sondern ich kann aus einem breiten Repertoire aus dieser langen Zeit kann ich schöpfen und aus der Erfahrung. Und das schätzt das Publikum, glaube ich, auch. Also, obwohl ich immer wieder doch etwas Neues mache, aber dass ich die Leute selber auch nicht aufgibt, dass ich weitermache. Wie wichtig ist eigentlich, Sie haben gesagt, ich mache auch immer wieder etwas Neues, aber jetzt der Anspruch vom Publikum, wie wichtig ist die Melodie von einem Song oder die Bekanntheit von einem Song? Wichtig, dass das Publikum mitsingen kann? Wie wichtig ist das für den Erfolg schlussendlich auf der Bühne? Also es ist bei mir und meiner Art Musik nicht extrem wichtig. Also ich habe Gott sei Dank ein paar Lieder, die die Leute kennen und gerne mitsingen. Hat oder man zum das Beispiel gern? Oder findet man, oh. Nein, ich finde es schön. Ich finde das eigenartig, aber das ist eine andere Art von Musik, wo man probiert zu schreiben, dass jeder, ich sage jetzt jeder Tipp, das kann nach, während dem Hören schon mitsingen. Also, das interessiert mich als Songwriter überhaupt nicht. Das Schöne ist bei meinem Publikum auch, dass sie auch hören. Also, zum Teil macht man ein kabarettistisches Stück von Rudi Walter oder Margit Reiner und etwas Neues von heute. Und sie hören zu und haben Spass daran. Also, ich finde, das ist wichtig, dass man auch ein Publikum hat, das man ein bisschen hört. Was hört Michael von der Heide zur Zeit? Welchen Song haben Sie im Ohr jetzt gerade? Singen Sie aus unter der Dusche oder in der Küche oder sonst irgendwo? Jetzt wieder eigene Songs. Ausser der eigene Song. Wenn ich wieder Probe bin. Ehrlich gesagt höre ich im Moment sehr oft den Soundtrack von Twin Peaks. Das war eine Serie. War es in den 80er oder 90er? Einfach früher. Es war früher. Und früher mich hat die Musik damals sehr abgezogen und so, ja, ein bisschen komisch und melancholisch gedunkt. Und letztens habe ich das wieder entdeckt und finde, wow, wie toll. Und das sieht mich überhaupt nicht mehr ab, sondern es erheitert mich sogar. Sie singen Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch. Kann man eigentlich in allen Sprachen alles singen? Oder wissen Sie, okay, das ist jetzt der Part für das und das wäre jetzt schöner so? Ja, schon. Also ich kann vor allem etwas Witziges in Französisch, also kann ich auch singen. Aber ich schreibe es weniger, weil dort einfach mein Französisch. Ich finde, beim Humor muss man wirklich ganz klar sein und wissen, was für einen Humor man bedient. Und darum sind die humoristischen Sachen eher auf Schweizerdeutsch oder Deutsch und die romantischen eher auf Französisch. Und wo ist Tragik? Im Deutschen. Im Hochdeutschen? Ja, im Hochdeutschen. Wir sind am Schluss der Sendung, Michael von der Heide. Timeless, zeitlos. Wie werden Sie das in Ihrem Programm in Wallisellen umsetzen? Auf was darf man sich freuen? Was darf man erwarten und was vielleicht auch nicht?
Ja, man darf alles erwarten, was eingelöst wird, das sei dahingestellt. Also es gibt sicher zeitlose Lieder. Ich mache hinter dem Berg... So Potpourri-mässig? Ja, ja, ich würde sagen... Ja, oder, also nicht despektierlich gemeint, überhaupt oder nicht. Oder ein Fächer ein von Fächer. Dem, was ich schon gemacht habe. Es gibt zum Beispiel, ich habe ja Hommage gemacht an Paola. Ich singe natürlich den Blue Bayou oder Cinema. Ich singe auch ein paar uralte Lieder von mir und ein paar neue. Ich singe ein Timeless-Lied, ich singe eins aus den 30er. Obwohl, ja, so timeless ist das nicht, mal für die jungen Leute schon. Es gibt viele nostalgische Momente, aber auch Sachen, die vielleicht jetzt noch nicht timeless sind, aber es mal werden. Gut, also da sind wir fest gespannt. Und super, schöner Schlusssatz, schönen Bogen gespannt. Sind wir sehr alle drauf, freuen uns drauf, Michael von der Helm, 22. September in Walliselle. Danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke auch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am 22. September singt er im Rahmen der diesjährigen Musikfesttage in Walliselle im grossen Gemeinsaal der Chansonnier Michael von der Heide. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann im Report die jüngsten Meldungen aus der Region. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch